بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك آمين رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit Surat Al-Kahf. Angekündigt war die Geschichte von Dhul-Qarnayn. Aber bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass gerade diese Geschichte zu den kompliziertesten Geschichten im Koran überhaupt gehört. Zu den mysteriösesten Geschichten im Koran überhaupt. Und ich hatte das Gefühl, nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Auch wenn man natürlich schon viel gehört und gelesen hat, aber bei der Vorbereitung merkte ich, da muss ich mich noch ein bisschen mehr vertiefen in diese Thematik und hatte mir gedacht gehabt, dass wir heute insha'Allah ta'ala dann über einen anderen Teil in Surat Al-Kahf sprechen, damit wir bei unserem Thema bleiben. Und zwar hatten wir in unserer Einleitung einige Hadithe über die Vorzüge von Surat Al-Kahf genannt gehabt und zitiert gehabt. Welche Hadithe waren das? Könnt ihr euch noch erinnern? Was waren denn nochmal die Vorzüge von Surat Al-Kahf? Was gibt uns Surat Al-Kahf? Lass uns nochmal, es waren drei grundlegende Hadithe. Wer kann sich erinnern? Vielleicht kennt ihr ja sehr auch so. Was sind denn die Vorzüge von Surat Al-Kahf? Ja. Die ersten und in einer anderen Version die letzten 10 Verse. Wer sie auswendig kann, wird geschützt vor der Fitna, vor der Versuchung des Al-Masih Ad-Dajjal. Welche Vorzüge kennt ihr noch? Dass es empfohlen ist, am Freitag zu lesen. Warum? Was bekommen wir da? Zwei Dinge und das sind zwei Überlieferungen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jumu'ati. Was ist mit dem? Der bekommt ein Licht bis zum nächsten Freitag. Und in einer anderen Version? Adaa'a ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der bekommt ein Licht, welches alles erhält, was zwischen ihm und der Kaaba ist. Diese drei Überlieferungen hatten wir zitiert gehabt, welche authentisch auf unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zurückzuführen sind. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns darüber Gedanken machen, was es mit diesen letzten 10 Versen von Surat Al-Kahf auf sich hat. Warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns gelehrt hat, dass die letzten 10 Verse von Surat Al-Kahf uns vor der Versuchung des Dajjal schützen. Was ist das Geheimnis, was in diesen letzten 10 Versen steckt? Und darauf wollen wir jetzt näher eingehen, insha'Allah ta'ala. Die letzten 10 Verse beginnen mit dem Vers Nummer 100, von 100 bis 110. Und der Vers Nummer 100 leitet ein neues Thema ein. Der Vers 99 ist ein Übergang zwischen der Geschichte von Dhul-Qarnayn, auf die wir insha'Allah nächsten Donnerstag mit Allahs Erlaubnis eingehen werden, und zwischen diesem letzten Abschnitt der Sura. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 99,
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist mit jenem Tag gemeint? Und das, was ich zumindest gelesen habe von einigen Mufassirun, ist, dass sich jener Tag auf den Tag bezieht, wo Ya'juj und Ma'juj, und auf die kommen wir noch zu sprechen, inshallah ta'ala, beim nächsten Mal, dann von überall her strömen werden und viel Unheil auf Erden stiften werden. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist der Beleg dafür, dass es sich noch auf das diesseitige Leben bezieht, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Dann versammeln, dann, und es wird ins Horn geblasen, dann versammeln wir sie vollständig. Also mit anderen Worten, dieses Ereignis steht vor, kurz vor dem jüngsten Tag. Und dementsprechend sagen ja auch die Gelehrten, dass Khuruj, Ya'juj und Ma'juj, dass sie erscheinen werden und Unheil stiften werden, zu den sogenannten Al-Alamat Al-Kubra Lissa' gehören. Zu den großen Anzeichen der Stunde. Und deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala direkt im Anschluss daran, dass ins Horn geblasen wird. Wer bläst ins Horn? Israfil, ein Engel, den Allah subhanahu wa ta'ala nur für diese Aufgabe erschuf. Und jetzt nach dieser Überleitung zwischen der Geschichte von Dhul-Qarnayn und den letzten 10 Versen beginnt Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzuzeigen, was mit den Menschen am jüngsten Tag geschieht. Zunächst beginnt er mit dem negativen Beispiel und schließt die Sura ab mit dem positiven Beispiel. Das finden wir häufig im Koran. Was ist also so besonders an diesen letzten 10 Versen von Surat al-Kahf? Warum gerade diese letzten 10 Verse von Surat al-Kahf? Warum nicht irgendeine andere Stelle, in denen Allah subhanahu wa ta'ala, in der Allah subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner und über die Paradiesbewohner spricht? Der Grund ist, Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gleich sehen werden, er zeigt uns auf, warum die Höllenbewohner in die Hölle eintreten werden und warum die Paradiesbewohner, oder besser gesagt, wie die Paradiesbewohner dann ins Paradies eintreten dürfen. Also was der Grund dafür ist, dass sie am Ende das Paradies betreten werden. Und zwar geben uns diese letzten 10 Verse Aufschluss darüber, was die Grundlagen sind bei unserem Schreiten zu Allah subhanahu wa ta'ala, bei unserem Sayr ilallah. Sie zeigen uns ganz genau das Fundament unseres Glaubens auf. Wer sich daran hält, der wird gefestigt bleiben. Wer sich daran hält, der wird das Paradies betreten. Wer sich daran hält, dem wird Allah vor der Versuchung des diesseitigen und des jenseitigen Lebens schützen. Lasst uns einfach mal jetzt diese Verse anschauen. Und wie wir gesagt haben, diese Verse beginnen mit dem negativen Beispiel. Und wir hatten das schon bei anderen Suren gehabt. Als wir über die anderen Suren gesprochen hatten, haben wir häufig gesehen, dass Allah Ta'ala erst einmal mit dem negativen Beispiel beginnt und dann die Sura abschließt mit dem positiven Beispiel. Es gibt es auch umgekehrt. Es kommt aber immer darauf an, was für ein Kontext das ist. Und in dieser Sura möchte Allah subhanahu wa ta'ala uns Hoffnung machen. Trotz all dieser Versuchungen, welche wir im diesseitigen Leben haben, möchte Allah ta'ala uns aufzeigen, dass er für uns immer das Gute vorsieht. Und dass er am Ende immer das Gute für uns möchte. Und dass egal, wie viele Fehler der Mensch in seinem Leben gemacht hat, und wie viele Versuchungen er in seinem Leben oder wie vielen Versuchungen er in seinem Leben nachgegeben hat und schwach geworden ist, dass er immer die Möglichkeit hat, am Ende seines Lebens zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und seinen Fehler zu korrigieren.
Du kannst alles, was du getan hast, korrigieren. Du hast immer die Möglichkeit. Ganz gleich, ob du all diese Versuchungen, die in Surat Al-Kahf erwähnt werden, immer wieder nachgegeben hast und gesündigt hast und Fehler begangen hast, du kannst immer wieder zurückkehren zu Allah. Und deswegen schließt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura mit dem guten Beispiel ab. Aber ganz am Ende, wie wir gleich sehen werden, im allerletzten Vers und im letzten Teil des allerletzten Verses, zeigt uns Allah ta'ala auf, wie wir das wieder korrigieren können und worauf wir Acht geben sollen. Lass uns einfach mal beginnen, inshallah ta'ala. Und zwar sagt Allah ta'ala in Vers Nummer 100, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor. Mit anderen Worten, jeder, der die Hölle für ein Hirngespinst gehalten hat, jeder, der sich lustig gemacht hat darüber, dass es so etwas wie eine Hölle gibt. Jeder, der vielleicht sogar spaßigshalber gesagt hat, dann werde ich schon die Hölle betreten, kein Problem. Ich werde so am jüngsten Tag in den tiefsten Tiefen der Hölle sein. Soll der Shaitan mich doch holen? Jeder wird spätestens an diesem Tag seine Worte bereuen und seine Handlungen bereuen. Weil er wird sehen, dass all das, worüber er sich lustig gemacht hat, all das, was er verleugnet hat, jetzt wahr geworden ist. Wir führen klar und deutlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht an verschiedenen Stellen im Koran, wie das funktionieren wird. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass die Hölle mit Ketten durch Engel herangezogen wird. Dass die Menschen am jüngsten Tag die Hölle von Weitem schon schreien hören werden. Dass sie von Weitem schon Angst bekommen werden, bevor sie die Hölle überhaupt zu Gesicht bekommen werden. Alleine der Anblick reicht schon aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem Anblick bewahren, Rabbil Alamin. Aber sie wird klar und deutlich vor deinen Augen sein, sodass du keinen Zweifel mehr hast, dass all das, was die Propheten und Gesandten angekündigt haben, wirklich der Wahrheit entspricht. Und wir auch nicht. Einige sagen, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es so etwas wie eine Hölle gibt? Gott ist doch barmherzig. Natürlich ist Gott barmherzig, gar keine Frage. Und wir werden gleich auch auf diese Frage eingehen. Wer wird denn eigentlich bestraft? Wer sind eigentlich diese Leute, die bestraft werden durch die Hölle? Gott ist natürlich barmherzig, gar keine Frage. Aber Gott ist auch gerecht. Seine Barmherzigkeit ist keine Schwäche, sondern seine Barmherzigkeit steht über seinem Zorn, aber gleichzeitig ist seine Barmherzigkeit gebunden an die Gerechtigkeit. Stellt euch mal vor, all die Menschen, die Unrecht tun im diesseitigen Leben, würden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie könnten einfach tun, was sie wollen und am jüngsten Tag, ja, sind sie einfach weg. Dann sagen sie, ich habe mein Leben genossen und jetzt ist alles vorüber. Nein, in Surat Al-Fatiha danken wir Allah Ta'ala jeden Tag dafür, dass er der Herrscher am Tage des Gerichts ist. Ich danke Allah Ta'ala dafür. Alhamdulillah. Alles Lob gebührt Allah wofür? Erstens, Rabbil Alamin, dass er der Herr der Welten ist. Zweitens, dass er Ar-Rahman Ar-Rahim ist. Und drittens, dass er der Herrscher am Tage des Gerichts ist. Ich danke Allah Ta'ala dafür, dass er für Gerechtigkeit sorgen kann. Weil er über allen steht. Er ist Al-Kabir Al-Muta'al. Er ist Al-Qahar, der seine Feinde besiegen kann. Es gibt niemanden, der sich gegen ihn stellen kann an jenem Tag. Und dafür danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Und wir führen
die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor. Wer sind jetzt diese Ungläubigen, diese Kafirin, von denen gesprochen wird? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist damit überhaupt gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala. Er beschreibt sie klar und deutlich. Sodass jeder weiß, wer jetzt ein Kafir ist und wer nicht. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen und die auch nicht hören konnten. Zwei Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt. Einmal Menschen, die blind waren. Zweitens Menschen, die taub waren. Aber was ist mit Blindheit gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt an anderer Stelle im Koran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ. Es ist nicht so, dass es die Augen blind macht. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ, dass die Augen blind werden. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sondern was wird blind? Blind werden die Herzen, welche sich in der Brust befinden. Das ist das Problem. Das ist nicht jemand, der eine Brille trägt, der kurzsichtig ist oder der gar nicht sehen kann. Nein, es ist jemand, der sehr genau sehen kann. Nur er schaut nicht hin. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. Und du siehst, wie sie sich anschauen. Sie schauen sich an, oh Muhammad. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Aber sie können nicht sehen. Sie sehen all die Wunde mit ihren Augen. Sie können sie selbst erblicken mit ihren Augen. Sie sehen, was du für ein Mensch bist. Sie sehen, mit was für eine Botschaft du gekommen bist. Aber sie sind von vornherein nicht bereit, diese Botschaft zu akzeptieren. Was hat sie blind gemacht? Blind gemacht hat sie das Befolgen der Neigung. Blind gemacht hat sie, dass sie von sich selbst so sehr überzeugt sind, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es irgendeine andere Wahrheit gibt. Blind hat sie ihr Streben nach Macht und dem Streben nach Machterhalt gemacht. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ثلاث مهلكات. Drei Dinge führen ins Verderben. شح مطاع. Geiz, Egoismus. Ich denke nur an mich. Ich will meine Macht erhalten. Ich will sie mit niemandem teilen. Dem ich Gehorsam leiste. Geiz, dem ich Gehorsam leiste. وَهَوَنْ مُتَّبَعْ. Und Neigung, die ich befolge. Es geht mir nicht um die Wahrheit. Das hört sich vielleicht logisch an. Aber trotzdem, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, was mir eher liegt. Was mir mehr Spaß macht. Wovon ich mehr Nutzen habe. Nicht mehr und nicht weniger. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. Und dass jemand sich selbst gefällt. Wie kann es sein, dass jemand anderes diese Stufe erlangt und nicht ich? Ich bin doch der Auserwählte, ich bin doch der Reiche, ich bin doch der Aristokrat, der Auserwählte. Wie kann ja, jemand anderes diese Ehre bekommen als ich? Dinge, welche die Herzen blind machen. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, er bringt es auf den Punkt in dieser Sure, was der Grund dafür ist, الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي رِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ. Ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen und die auch nicht hören konnten. Die hören das gar nicht hin. Kennt die Geschichte von At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Der Dichter, der arabische Dichter, er kam nach Mekka. Die Quraysh, die wollten, dass er nicht hinhörte. Er soll erst gar nicht hinhören. Und die machten ihm Angst vor der, hier in Mekka ist ein Zauberer namens Muhammad und der predigt immer vor der Kaaba und ruft die Leute auf zu einem neuen Glauben, zu einer neuen Religion. Und er verzaubert die Menschen mit seiner Magie. Und er bekam so viel Angst, dass er sich Watte in die Ohren steckte. Und er sah, wie Muhammad vor der Kaaba betete, sallallahu alaihi wa sallam. Und er machte Tawaf und dachte dann nach, ich bin doch ein Dichter, ich bin klug, ich bin intelligent.
Ich weiß, was gute und was schlechte Worte sind. Ich gehe einfach hin, höre es mir an. Und seine Neugier und sein Verstand haben ihn gerettet. Er hat es gehört und er hat den Islam angenommen. Menschen, die bereit sind, hinzuhören. Menschen, die bereit sind, sich Gedanken zu machen. Das ist das, was Allah will. Allah Ta'ala, er hat dir die Sinnesorgane gegeben, damit du sie nutzt für das Gute. Nicht damit du für deine Neigung lebst. Und jetzt gibt es hier einen ganz, ganz wichtigen Zusatz in diesem Vers. Und zwar Allah Ta'ala, er sagt, fi rita'in an zikri, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen. Das ist unglaublich wichtig. Weil das ist die Grundlage dafür, dass Allah Ta'ala am jüngsten Tag die Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Das heißt, mit den Kafirin in diesem Vers ist nicht jeder Nicht-Muslim gemeint, wie manche glauben. Jeder, der als Nicht-Muslim stirbt, ist damit gemeint. Nein, wer sagt das? Das sagen auch nicht die muslimischen Theologen, die muslimischen Gelehrten. Ich möchte euch mal die Abhandlung von Imam al-Ghazali vorstellen. In seinem Buch, wir kennen Abu Hamid al-Ghazali, dieser große Gelehrte, ja, und er hat in seinem Buch, wie heißt das Buch? Fällt mir gleich an den Namen, inshallah, des Buches. Auf jeden Fall in einem Kapitel, wo er über die Angelegenheiten im 12. Kapitel Qadaya al-Najati wa al-Shafa'ati wa al-Rahma al-Ilahiyya, die Angelegenheiten bezüglich der Errettung am jüngsten Tag und der Shafa'a, der Fürsprache und der göttlichen Barmherzigkeit. Woraufhin er sagt, ganz, ganz wichtig, وَأَنَا أَقُولُ Und ich sage, Abu Hamid al-Ghazali, إِنَّ الرَّحْمَةَ تَشْمَلُ كَثِيرًا مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ Die Barmherzigkeit umfasst viele von den früheren Gemeinschaften. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ إِمَّا عُرْضَةً خَفِيفَ حَتَّى فِي لَحْظَةً أَوْ فِي سَاعَةً وَإِمَّا فِي مُدَّةً حَتَّى يُطْلَقَ عَلَيْهِمْ إِسْمْ بَعْثِ النَّارِ Und viele von ihnen oder die meisten von ihnen werden dem Höllenfeuer vorgestellt. Entweder ein leichtes Vorstellen, ist los, geht nicht mehr. Entweder ein leichtes Vorstellen, manchmal vielleicht sogar nur für einen Moment oder für eine Stunde oder für eine bestimmte Zeit, so dass dann sie mit dem Namen Ba'ath An-Nar bezeichnet werden können. Ich glaube, das Akku ist leer, oder? Batterie ist leer. Ich mache einfach mal so weiter. Sodass sie als Ba'ath An-Nar bezeichnet werden können. Also diejenigen, welche sozusagen aus der Hölle auferstanden sind. Bel Aqul. Nein, ich sage sogar, hört euch diese Worte des großen Theologen an. Abu Hamid al-Ghazali ist nicht irgendjemand. Ist einer der wichtigsten Theologen überhaupt. Alles okay. Das Buch heißt Faisal al-Tafriqa bayna al-Islami wa al-Zandaqa. Ja, sozusagen die Unterscheidung, ja, die klare Unterscheidung oder sozusagen die Unterscheidung zwischen dem Islam und der Häresie. Dem Islam und der Häresie. Also sozusagen, was sozusagen vom rechten Glauben wegführt. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, Bal aqul, nein, vielmehr sage ich, Inna akthara nasara rumi wa turki fi hadha zamani tashmaluhum rahmatu insha'allahu ta'ala. Die meisten byzantinischen Christen und türkischen Christen zur damaligen Zeit, seiner Zeit, oder genau, fi hadha zaman in unserer Zeit oder in dieser Zeit sind umgeben oder sind umfasst von der Barmherzigkeit, so Gott will. A'ni alladhina hum fi aqasi ar-Rumi wat-Turk. Damit meine ich jene, welche in den entfernten Regionen des byzantinischen Reiches und des türkischen Reiches leben. Wa lam tablughuhum ad-da'wa. Und zu denen nicht die Da'wa gelangt ist. Es handelt sich hierbei um drei Gruppen.
Ganz wichtig jetzt, hört gut zu. Sünfun, Sünfun, lem yabluruhum ismu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asla. Die erste Gruppe sind Menschen, zu denen nicht einmal der Name des Propheten gekommen ist. Fahum ma'zurun, jene sind entschuldigt, die haben noch nie was gehört vom Islam. Wasinfun belagahum ismuhu wa na'tuh. Die zweite Gruppe, zu der ist sein Name genannt und seine Beschreibung. Wama zahara alayhi min al-mu'jizat. Und das, was er an Wunder bewirkt hat. وَهُمُ الْمُجَاوِرُونَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ. Und jene sind es, welche sozusagen Nachbarn sind des islamischen Reiches oder der islamischen Länder. وَالْمُخَالِطُونَ لَهُمْ. Und welche mit ihnen zusammenleben. وَهُمُ الْكُفَّارُ الْمُلْحِدُونَ. Und jene sind sozusagen dann die Ungläubigen, welche die Wahrheit ablehnen. Und jetzt صِنْفٌ ثَارِثٌ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ. Und dann eine Gruppe zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen diesen zwei, also eine dritte zwischen diesen beiden Stufen. Balagahum ismu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Zu ihnen ist der Name Muhammads gelangt. Walam yablughum na'tuhu wa sifatuhu. Aber es ist zu ihnen weder sozusagen seine Beschreibung und seine Eigenschaften sind nicht zu ihm gelangt. Also sie haben schon mal was von Mohammed gehört, aber sie wussten nicht, wer er wirklich ist. Balsami'u aydan, jetzt ist ganz, ganz wichtig dieser Zusatz. Nein, sie haben sogar, also sie haben viel mehr was gehört. Mundus siba, seit ihrer Kindheit, anna kazzaban ismuhu Muhammadun idda'an nubuwa. Dass es einen Lügner gibt mit dem Namen Mohammed, der das Prophetentum sozusagen oder die Prophetie oder behauptet, Prophet zu sein. كَمَا سَمِعَ صُبْيَانُنَا أَنَّ كَذَّابًا يُقَالُ لَهُ الْمُقَفَّعَ. Genauso wie unsere Kinder gehört haben, dass es einen Lügenpropheten gibt mit dem Namen Al-Muqaffa', jemand, der behauptet, er sei Prophet. اِدَّعَ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ وَتَحَدَّ بِالنُّبُوَّةِ كَاذِبًا. Und er hat behauptet, sozusagen, dass Allah Ta'ala ihn gesandt hat und hat damit sozusagen dann als Lügenprophet gewirkt. فَهَاُولَاءِ عِنْدِي فِي مَعْنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ. Jene sind für mich wie die erste Gruppe. Was war mit der ersten Gruppe? Jene, die noch nie etwas gehört haben vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. فَإِنَّهُمْ مَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا إِسْمَ. Jene, obwohl sie seinen Namen gehört haben, سَمِعُوا ضُدَّ أَوْصَافِ, haben sie das Gegenteil seiner Eigenschaften gehört. وَهَذَا لَا يُحَرِّكُ دَاعِيَةَ النَّظَرِ فِي الطَّلَبِ. Und das führt nicht dazu, dass man dann weitersucht. Unglaublich wichtig, diese Worte. Unglaublich wichtig. Also er zeigt uns im Grunde genommen eine Sache auf. Und zwar, dass wir aufpassen müssen, wie wir urteilen über die Leute. Und dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, welche Allah und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt haben. Wenn jemand seine Augen verschließt, absichtlich, dann fällt er unter diese Kategorie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren, ya Rabbil Alameen. Aber ob jemand zu dieser Kategorie gehört oder nicht, das ist eine andere Frage. Das entscheidet einzig und allein wer? Einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah ta'ala der Einzige ist, der weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Und demnach überlassen wir das Schicksal der Menschen Allah und urteilen nicht selbst über Menschen, außer Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam haben uns über eine Person gesagt, dass sie in der Hölle ist. In diesem Fall müssen wir daran glauben, weil es ein Teil unserer Aqidah ist. Alles andere überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala und können höchstens im Allgemeinen urteilen, aber nicht über eine Person konkret sagen, sie ist im Paradies oder sie ist in der Hölle. Allah sagt umgekehrt wegen dem Paradies, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. So reinigt euch nicht selbst. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Er weiß am besten, wer wirklich gottesfürchtig ist. Einmal zur Zeit des Propheten zu Hause nach einer Schlacht. Sag mir meine Adhanis, inshallah ta'ala. Noch drei Minuten. Machen wir noch diesen Aspekt. Zu einer Schlacht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Die Sahaba haben über einen, der gefallen ist, gut gesprochen und gesagt, er ist im Paradies.
Woraufhin der Prophet sagt, woher wollt ihr das wissen? Nein, vielmehr ist er in der Hölle. Sagten, wie, oh Gesandter Allahs, wie kann das sein, in der Hölle? Er hat gekämpft auf dem Wege Allahs, er meinte, er ist in der Hölle. Und einige haben schon Zweifel, wie kann das sein? Und subhanallah, einer der Sahaba, er hat dann diesen Mann, über den der Prophet gesprochen hat, gesehen, wie er noch atmete. Und in diesem Moment, und er war verletzt gewesen und hatte eine Art Speer in seinem Bauch gehabt, und er sagte, ich habe nur gekämpft aus Haliya, also um sozusagen mein Volk zu verteidigen, und hat sich dann selbst getötet. Und dann sagte er, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allahs hat die Wahrheit gesprochen. Du denkst, jemand ist im Paradies? Allahu a'lam. Und deswegen wundere ich mich über einige Gruppen, die behaupten, unser Sheikh, der noch am Leben ist, ist im Paradies. Hundertprozentig. Woher willst du das wissen? Subhanallah. Er weiß es nicht, du weißt es nicht. Nur Allah weiß es. Wir können nur nach dem Äußeren gehen. Wenn ich jemanden sehe, mashallah, der praktiziert, dann wünsche ich mir für ihn das Beste. Walakin al-hayyu la yu'manu alayhi al-fitna. Bei einem lebendigen Menschen weiß ich nicht, ob er gefestigt ist oder nicht. Ob er der Versuchung nachgeben wird oder nicht. Und umgekehrt genauso. Und deswegen überlassen wir das Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er geht jetzt weiter, ja, auf diese Gruppe ein. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ النُّزُلَ. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherrn nehmen können? Gewiss, wir haben die Hölle den Ungläubigen zu gastlichen Aufnahme bereitet. Und dann sagt Allah ta'ala, und das ist ein gefährlicher Vers, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Wir sind stehen geblieben jetzt bei diesem furchteinflüssenden Vers. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren? Also welche am jüngsten Tag alles verlieren werden. Die glauben, sie haben etwas Gutes getan. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht. وَهُمْ يَحْسَبُونَ. Während sie meinen, dass sie gut handeln würden. أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dieser Vers oder diese Verse, die machen einem wirklich Angst. Dieser Vers, er bezieht sich natürlich auf die Ungläubigen, welche hier beschrieben werden. Und deswegen sagt Allah Ta'ala auch direkt danach, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. So werden ihre Werke hinfällig. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Also alles wird verloren gehen. Das ist jetzt nicht auf die Muslime bezogen, dieser Vers. Aber trotz alledem gibt es Dinge, die ich als Muslim tun kann, sodass all meine Taten hinfällig werden. Was denn beispielsweise? Nifaq, Heuchelei. Was noch? Dass man die Grenze Allahs überschreitet, wenn man allein ist. Der bekannte Hadith, dass Allah Ta'ala all ihre Hasanat zunichte machen wird. Was noch? Falsche Absicht. Dass ich aufrichtig bin in dem, was ich tue. Riya. Wir kommen gleich auf Riya noch zu sprechen. Dass ich einen falschen I'tiqad habe. Falsche Vorstellungen vom Glauben als Muslim, ja. Ich sprenge mich in die Luft und glaube, ich tue damit etwas Gutes. Es gibt solche Leute, die denken das. Die sprengen sich in eine Menschenmenge in die Luft, ziehen unschuldige Menschen mit in den Tod und glauben, sie hätten damit etwas Gutes getan. Sie glauben, sie würden damit das Paradies erlangen. Sie dachten, sie hätten damit etwas für Allah getan. Aber im Gegenteil ist, sie werden dafür sogar bestraft, möge Allah uns davon bewahren, ja Rabbil Alamin. Und deswegen, dieser Vers, er mag sich
auf die Kafirin beziehen, welche hier beschrieben werden. Aber dieser Vers spricht auch jeden einzelnen Muslim an, dass ich darauf Acht geben muss, warum ich etwas tue und wie ich etwas tue. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala jetzt in den darauf folgenden Versen auch beschreibt und womit Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Sura abschließt. Wir können nicht mehr so sehr ins Detail gehen. Allah Ta'ala, er sagt, ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ مِمَا كَفَرُوا. Das ist ihr Lohn, die Hölle dafür, dass sie ungläubig waren. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. Damit hat Allah Ta'ala jetzt diesen ersten Abschnitt des letzten Abschnittes abgeschlossen. Allah Ta'ala, er spricht über das negative Beispiel. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über das positive Beispiel. Und wir hatten ja aufgezeigt gehabt, Allah will uns Hoffnung machen und uns aufzeigen, du kannst immer wieder zurückkehren. Und er zeigt uns am Ende dieses letzten Blockes der Sura auf, wie wir das erreichen können. Allah Ta'ala, er beginnt mit den Worten, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Zwei Dinge. آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, immer wieder. Beides gehört zusammen. Eines von beiden reicht nicht aus, um zu Allah zu gelangen. Nur alleine der Glaube reicht nicht aus. Aber nur die gute Tat allein reicht auch nicht aus. Sondern es muss beides miteinander vereint werden. Und es gibt leider heutzutage beide Phänomene. Es gibt das Phänomen von Leuten, die Menschliches tun, aber glauben und davon ausgehen, der Glaube sei nicht wichtig. Das hast du immer wieder. Ich habe gestern eine Diskussion gehabt. Ich habe immer wieder die Diskussion, ja, wozu glauben? Hauptsache, die Menschen handeln gut. Glaube spielt keine Rolle. Aber wenn ich mir den Koran anschaue, dann spricht er immer wieder über den Glauben und setzt ihn oder macht ihn zu einer Voraussetzung dafür, dass Allah meine Taten annimmt. Und es gibt etliche Hadithe, die darüber sprechen. Aber allein der Glaube reicht auch nicht aus, sondern ich brauche neben dem Glauben auch gute Taten. Und es gibt leider Leute, die glauben zwar, und sie glauben, dass ihr Glaube ausreichen würde und sie müssten nichts Gutes tun, verhalten sich schlecht, tun Unrecht, ich bin Muslim, Allah Ta'ala, er wird mir so und so vergeben. Beides ist falsch. Beides muss miteinander vereint werden. Und deswegen, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا. Für wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Al-Firdaus. Und Al-Firdaus ist nicht irgendetwas, sondern Al-Firdaus ist die höchste Stufe im Paradies. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns aufgefordert, nach dieser höchsten Stufe im Paradies zu streben, indem wir uns bemühen und anstrengen. Wir kennen den Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah glaubt, ja, und gute Taten tut, der wird das Paradies betreten, unabhängig davon, ob er sich bemüht hat auf dem Wege Allahs oder ob er an dem Ort gestorben ist, wo er geboren wurde. Also sich nicht besonders bemüht hat für den Glauben und eingesetzt hat. Die Sahabe fragten, ja Rasulallah, afana nubashshiru nas, o Gesandter Allah, sollen wir nicht den Menschen diese frohe Botschaft übermitteln? Der Prophet sallallahu sagte, inna fil jannati mi'ata daraja, im Paradies gibt es 100 Stufen. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili, welche Allah für diejenigen vorgesehen hat, welche sich auf seinem Wege abmühen, sich anstrengen, Gutes tun, sich einsetzen für ihren Glauben in jeder Form. Ma bayna kulli daraja wa daraja kama bayna as-sama'i wal ard, zwischen jeder Stufe und der anderen ist ein Abstand wie zwischen Himmel und Erde. Und jetzt kommt das Wichtige, fa idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Wenn ihr also Allah bittet, dann bittet ihn um den Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. Weil er ist mitten im Paradies. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Und die höchste Stufe im Paradies. وَأُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Und über ihm kann man den Thron des Al-Abamas sehen. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Und von ihm sprudeln oder bei ihm sprudeln die Flüsse des Paradieses hervor. Das ist der Firdaus, den Allah vorgesehen hat für jene, die glauben
und Gutes tun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, ewig darin zu bleiben und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, er geht auf einen ganz wichtigen Aspekt ein, auf den wir da nicht im Detail eingehen können. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, wa law ji'na bi mithlihi madada. Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Warum erwähnt uns Allah? Wir dürfen eines nicht vergessen. Diese Sure wurde aus welchem Grund offenbart? Diese Sure wurde offenbart, weil die Juden dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam drei Fragen gestellt hatten, oder? Könnt ihr euch erinnern? Und es gibt zu diesem Vers einen Offenbarungsanlass. Und zwar wird überliefert, in diesem Zusammenhang, ich hoffe, ich finde das jetzt, inshallah ta'ala, wenn nicht, dann muss ich das in ungefährer Bedeutung wiedergeben. Genau. Von Abdullah ibn Abbas wird überliefert, dass die Juden sagten, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen sagte, die Worte Allahs, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, als es um den Ruh geht, wa yas'alunaka an ar-ruh, und sie befragen, das war ja die dritte Frage gewesen. Die drei Fragen waren welche gewesen? Das wir nochmal zusammenfassen. Ja? Ashab al-Kahf und Dhul-Qarnayn und die Seele. Die Dhul-Qarnayn und Ashab al-Kahf werden in welcher Sura beantwortet? In Surat al-Kahf. Die Seele wird wo beantwortet? In Surat al-Isra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ, sie befragen dich über die Seele. قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, spricht die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. وَمَا أُوتِيتُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, und ihr habt vom Wissen nur sehr wenig bekommen. Und auf jeden Fall sagten sie dann, وَكَيْفَ, wie das? وَقَدْ أُوتِينَ التَّوْرَاةَ, wo wir doch die Tora bekommen haben. وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, und wer den Tora bekommen hat, der hat viel Gutes bekommen, woraufhin Allah Ta'ala dies herabgesandt hat. Diesen Vers, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا. Was will uns Allah damit sagen? Egal, was Allah uns Menschen an Offenbarung gegeben hat, das ist nur ein Tropfen im Meer. Wir wissen gar nichts. Subhanallah. Obwohl wir den Koran haben, obwohl wir die Torah haben, obwohl wir all diese Bücher haben, das ist nur ein Tropfen im Meer. Das, was wir wissen, ist im Vergleich zu dem, was wir nicht wissen. Wie gesagt, eigentlich wissen wir gar nichts. Eigentlich wissen wir gar nichts, kann man sagen. Und deswegen, als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Isra gemacht hat und den Mi'raj, da sagt er, ich habe Farben gesehen, die ich nicht beschreiben kann. Wie? Wir kennen doch rot, grün, Farben, die man nicht beschreiben kann. Was muss das für eine Farbe sein? Farben, die man nicht beschreiben kann. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der die umfassenden Worte erhalten hat, der alles beschreiben konnte, sallallahu alaihi wa sallam, mit kurz und knapp und deutlich, sodass es jeder verstehen kann, konnte nicht die Farben beschreiben, die er gesehen hat bei Allah. Es gibt Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Deswegen, im Paradies gibt es Dinge, die noch nie ein Auge gesehen hat, noch nie ein Ohr gehört hat, noch nicht einmal einem Menschen in den Sinn gekommen ist. Nicht mal in den Sinn. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich manche Fantasiefilme anguckt, dann denkt man sich, oh, der hat doch wirklich Fantasie, oder? So manche Science-Fiction-Filme, dann denkt man, boah, krass, wie kommt der darauf? Also man kann sich teilweise fast alles vorstellen. Aber der Prophet sagt, im Paradies gibt es Dinge, die du dir noch nicht einmal vorgestellt hast. Was muss das sein? Das ist unglaublich. Deswegen ist es nur ein Tropfen im Meer, nicht mehr und nicht weniger. Das ist das, was wir haben. Allah hat uns nur das gegeben, was wir verstehen können, was wir brauchen für unseren Alltag, nicht mehr. Und jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala, er kommt jetzt auf den letzten Vers. Und dieser letzte Vers ist der Schlüsselvers, auch für diese Sura. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, sag gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen gleich euch. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spricht jetzt. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Das ist die Quintessenz meiner Botschaft. Deswegen wurde ich gesandt. Und wie gelange ich jetzt zu diesem Gott? Wie erlange ich sein Wohlgefallen? Allah Ta'ala, er zeigt uns das jetzt im letzten Satz dieser Sura auf.
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der muss was machen, oh Allah. Zwei Dinge. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Der soll rechtschaffen handeln. Nochmal عَمِلُ الصَّالِحَةِ Und jetzt stellt Allah Ta'ala sogar عَمِلُ الصَّالِحَةِ vor dem Iman. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Der muss gut handeln. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا Allah nimmt nur das Gute an. Das ist die Grundvoraussetzung. Und was ist gut? Das, was Allah Ta'ala und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam mir vor oder mir aufgezeigt haben, dass es gut ist. Das ist das Gute. Und das muss ich befolgen. Das ist mein Maßstab. Das Problem ist, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo die Maßstäbe nicht mehr klar und deutlich sind. Und das ist das Gefährliche. Es ist eine Fitne, eine große Fitne. Die Maßstäbe sind unklar geworden. Man versucht uns Menschen Maßstäbe vorzugaukeln und zu sagen, das sind die richtigen Maßstäbe. Aber Allah Ta'ala, er hat uns im Koran und in allen anderen Botschaften auch, die vor dem Koran herabgesandt wurden, klar und deutlich die Maßstäbe aufgezeigt, worum es geht. Und das sind genau diese beiden Dinge. Der Glaube an Gott und das gute Handeln. Ich kann das eine von dem anderen nicht trennen. Heutzutage versucht man mir weiszumachen, sogar unter einigen Muslimen, dass der Glaube gar nicht mehr so wichtig ist. Versucht man mir weiszumachen als Muslim. Glaube ist nicht so wichtig. Es gibt einen Einheitsglauben. Hauptsache menschlich sein. Natürlich ist Menschlichkeit etwas Wichtiges, keine Frage. Darüber streiten wir auch gar nicht. Aber worin liegt der Widerspruch zwischen Glaube und Menschlichkeit? Ganz im Gegenteil. Der Glaube, er führt zu dieser Menschlichkeit. Also Nummer eins, der Maßstab muss klar sein. Sonst kommst du vom richtigen Wege ab. Und deswegen unser Prophet hat immer wieder gesagt, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ Wer sich freiwillig von meinem Weg abwendet, فَلَيْسَ مِنِّي Der gehört nicht zu mir. Egal, ob du übertreibst oder ob du untertreibst. Egal in welchem Bereich. Du kommst vom richtigen Weg ab. Und deswegen, nimm dir ein Vorbild, was Allah dir gegeben hat. Und das ist dein geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann Nummer zwei, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Und beim Dienst an seinem Herrn ihn niemandem beigesellen. Und für mich als Muslim ist das unglaublich wichtig, dass ich immer wieder auch meine Taten überprüfe. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in mehreren Überlieferungen aufgezeigt, dass das Gefährlichste für einen Muslim genau diese versteckte Riya, diese versteckte Augendienerei ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ Das, wovor ich am meisten Angst habe in Bezug auf euch, ist der kleine Schirk. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهُ Was ist der kleine Schirk, O Gesandte Allahs? Die kleine Beigesellung. قَالَ Er sagte, الرِّيَا Die Augendienerei. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم Allah wird am jüngsten Tag, wenn er die Menschen ihre Taten vergelten wird, sagen اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا Geht zu jenen, für die ihr diese Taten in der Dunya gemacht habt, also für die ihr Augendienerei betrieben habt فانظروا هل تجدون عندهم جزاء So schaut, ob ihr bei ihnen was findet, einen جزاء, eine Belohnung. Und deswegen, wenn du willst, dass Allah dich festigt, achte immer wieder auf deine Absicht, warum du etwas machst. Sei aufrichtig in dem, was du tust und versuche immer gut zu handeln und nimm dir diesen Maßstab, den Allah und der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam für dich gesetzt haben und sei dir sicher, Allah wird dich festigen auf deinem Wege zu ihm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Wir hätten auch gerne einige Geschichten erzählt, aber die Zeit ist wirklich vorangeschritten und ich möchte das nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil auch einige sicherlich nach Hause gehen müssen. Barakallahu fikum. Wir werden inshallah nächste Woche dann die Geschichte von Dhulqarnain behandeln. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر